Grüß Gott und herzlich willkommen. Mein Name ist Matthias Behonek und ich darf Sie herzlich begrüßen bei der Self-Look GmbH. Wir sind hier in unserem Firmensitz in Markt Schwaben. Wir sind hier am Standort etwa 84 Mitarbeiter. Insgesamt sind wir weltweit 155 Mitarbeiter und heute dürfen wir euch unsere neue HVM-Generation vorstellen, das HVM4, das wir jetzt im Juli die Verkaufsfreigabe haben und die ersten Geräte dann auch im Laufe des Julis ausliefern. Ich darf mich auch kurz vorstellen. Mein Name ist Florian Reiners. Ich bin Geschäftsführer von Wiferion. Wir sind eine Ausgründung des Fraunhofer Instituts, sind insgesamt 4 Gründer. Wir haben zu der Zeit bei Fraunhofer intensiv an der Technik zum induktiven Laden geforscht, hatten sehr schöne Ergebnisse und haben dann letzten Endes 2015 angefangen, diese Technologie zu kommerzialisieren. Ganz anfangs wollten wir in den Bereich Automotive gehen. Wir haben dann aber relativ schnell gelernt, dass die eigentlich richtige Anwendung für die Elektromobilität im Industriebereich ist, für die HEVs und fahrerlose Transportsysteme. Und da konzentrieren wir uns heute zu 100% drauf. Unsere Mission als Unternehmen ist es, die Energieversorgung von fahrerlosen Transportsystemen und HEVs zu revolutionieren. Ich bin hier, weil Matthias und ich uns im Jahr 2017 auf der Logimat getroffen haben. Wir haben dem Matthias unser System zur induktiven Energieübertragung, zum Laden von HEVs vorgestellt. Damals gab es noch nicht direkt einen Anwendungsfall bei SafeLock, aber das Interesse war geweckt und wir haben viel geredet in der letzten Zeit. Timing ist alles. Wir haben jetzt den richtigen Zeitpunkt gefunden. Das M4 geht an den Start und wir dürfen dabei sein. Das heißt, das M4 wird jetzt im Folgenden mit unserem induktiven Ladesystem ausgestattet sein. Da freuen wir uns drüber. Und ja, wir sind zusätzlich mit SafeLock eine Technologiepartnerschaft eingegangen, mit dem Ziel, dass wir eben gemeinsam bessere Systeme für unsere Kunden anbieten können. Genau, ich glaube, was man dazu sagen kann, ist, dass wir unser komplettes Energiekonzept gemeinsam mit Wiferion überarbeitet haben. Wir haben umgestellt auf Lithium-Eisenphosphat-Batterien. Und durch die neue Batterietechnologie gibt es jetzt auch die Möglichkeit, diese auch induktiv zu laden. Und wir haben da gemeinsam einen Weg gefunden, das Ladesystem so schlank, sowohl in der Form als auch im Preis zu machen, dass wir das in unsere Seriengeräte integrieren können. Dabei muss man sagen, dass das HEVM das erste Gerät ist, was diese neue Ladetechnik erhält und was jetzt eben auch diesen Generationswechsel durchlebt. Insgesamt bekommen aber alle unsere Seriengeräte die induktive Ladetechnik. Genau, dafür nochmal vielen Dank für das Vertrauen auch. Wir sind ja noch eine recht junge Firma. SafeLock ist selbst auch eine junge Firma. Wir sind noch ganz in den Kinderschuhen, sage ich mal, mit 6 Jahren. Wir haben jetzt schon einiges an Erfolgen zeigen können. Wir haben Stand heute über 1000 Systeme im Feld in insgesamt über 20 Ländern weltweit und konnten jetzt schon zeigen, dass wir es können. Und jetzt wollen wir zeigen im nächsten Schritt, dass wir es auch in größeren Volumen können. Und da ist einfach SafeLock der ideale Partner, weil wir das gleiche Verständnis haben von dem HEV-System, von der Intralogistik insgesamt und wo die Reise hingehen muss, damit es dann auch ein Erfolg wird. Ja. Und M4, Stichwort, neue Generation, das ist, denke ich, wie wir das sehen, wirklich nochmal ein Quantensprung zu eurem letzten System, M3. Vielleicht kannst du ja mal so ein bisschen erzählen, wo du so die Hauptunterscheidungsmerkmale siehst oder wo auch du den Sprung jetzt für euch als Firma siehst. Ja, wir haben verschiedene Aspekte in den Mittelpunkt der Neuentwicklung gestellt. Ich glaube, bei allen Überlegungen stand immer die Serientauglichkeit im Fokus. Wir wollen die Geräte in großen Stückzahlen produzieren und da natürlich auch die Kosteneffekte von großen Stückzahlen nutzen. Und wenn du viele Geräte im Feld hast, dann hast du die Aufgabe, dich extrem um die Qualität in der Serienfertigung zu kümmern, aber du hast natürlich auch die Chance, über die Fertigungsverfahren, sage ich mal, Kosteneffekte zu erzielen. Da ist, sage ich mal, einer der ganz großen Neuerungen, dass wir eben viel mit Automatisierung jetzt arbeiten in der Herstellung, dass wir von Aluminium auf robotergeschweißte Stahlteile umstellen können, dass wir mit Tiefziehen
Druckguss- und Spritzgussteilen arbeiten, wo jetzt eben auch erhebliches Geld in Werkzeugkosten investiert wurde, so dass man eben sagt, dieser Anstieg der Stückzahl, den nehmen wir ein Stück weit vorweg, so dass wir eben den Fokus auf Serienproduktion legen können. Und technologisch gibt es natürlich das induktive Laden, was ein Quantensprung für uns ist und was einen riesigen Unterschied macht. Letztendlich vereinfacht es die Bauweise des Geräts erheblich, weil es ist dichter, wir haben weniger Verschleiß und wir haben eine deutlich kleinere Stückliste durch die Umstellung. Wir haben aber auch ein komplett neues Motorenpaket entwickelt, gemeinsam mit einem Partner, das uns eben ganz andere Kraft zur Verfügung stellt. Und dadurch können wir erheblich langsamer fahren wie vorher, aber auch viel schneller und das Ganze mit fast doppelt so viel Kraft, was uns dann über die ganze Bandbreite natürlich mehr Präzision liefert. Wenn du mehr Kraft hast, kannst du besser regeln und mit einer besseren Regelung kannst du genauer positionieren und exakter fahren. Und das ist wirklich ein erheblicher Quantensprung auch in der Technik. Ja. Und von den Dimensionen, wir bleiben kompatibel zu den bisherigen Geräten. Das Gerät wird 4 cm flacher. Das ist jetzt 22 cm hoch, damit können wir die meisten marktüblichen Trolleys unterfahren und ordnen uns da, glaube ich, in einem gewissen Marktstandard ein, so dass du eben Standardaufgaben in vielen Industrien übernehmen kannst. Genau, also das ist entspricht ziemlich dem, wie ich auch SafeLock verstehe oder kennengelernt habe. Vielleicht nochmal aus unserer Perspektive. Wir sind ja jetzt auch die letzten Jahre schon ein bisschen rumgekommen, haben mit vielen verschiedenen Herstellern gesprochen, haben uns verschiedene Ansätze angeschaut. Und für uns kristallisiert sich so eindeutig raus, dass man einmal sozusagen ein bisschen die alte Welt der AGVs hat, stark angepasst an definierte Kundenprozesse. Das würde ich eher so als Manufaktur bezeichnen fast oder so eine Halbrichtung. Ja, ich sag mal Flottengröße typischerweise oder Stückzahlen pro Hersteller pro Jahr so im Bereich 50 bis 200 bis 300 Systeme. Da gibt es relativ viele Anbieter am Markt, die haben auch alle ihre Berechtigung. Also das sind gute Firmen, die gute Jobs machen. Aber es ist halt schon eher, sag ich mal, anwendungsspezifisch für einen einzelnen Anwendungsfall und SafeLock, und so sehen wir das. Also das ist, sage ich mal, ein legitimer Weg, das auch zu gehen, zu sagen, da konzentrieren wir uns drauf. Der andere Weg, sage ich mal, den ich denke, den man gehen muss, wenn man das Thema wirklich voranbringen will, ist, dass man in Standards denkt, dass man auch gemeinsam mit Partnern sich unterhält, wie müssen Standards aussehen, mit dem Kunden vor allen Dingen viel redet, wie muss das aussehen. Und dann auf der Basis so ein standardisiertes Produkt schafft, was trotzdem noch adaptierbar ist. Das ist ja auch ein wichtiger Punkt bei euch. Und das ist auch unsere Denke Richtung Produkt. Und so ein bisschen, du hast auch kurz angesprochen, so ein bisschen Henne-Ei-Problem, sag ich mal, dem man da begegnet. Aber wir sehen einfach die starke Entwicklung am Markt und wir glauben da ganz fest dran, dass das funktionieren wird. Und ich glaube, da sind wir uns auch recht ähnlich. Und was ich bei SafeLock stark finde, ist eben dieser Ansatz, einmal auf Standard setzen, aber trotzdem adaptiv zu sein. Vielleicht kannst du da ja auch nochmal... Ja, das Gerät ist bei uns immer Standard. Es gibt natürlich gewisse Sonderausstattungen, aber es gibt nur die vorher zur Verfügung gestellt wurde. Mhm. Also je nachdem, wie du die Last erkennen willst oder ob du rein im Vorwärtsfahren oder vorwärts-rückwärts fahren willst, das sind Optionen, die es beim Gerät als zur Auswahl gibt. Unsere Projektorganisation hat aber natürlich schon die Chance, die Sonderbauten, Fördertechnikaufsätze zu entwickeln, die wirklich kundenspezifisch sind, die es dann auch noch einmal auf der Welt so gibt. Und so haben wir die Kombination aus, das Gerät selbst ist standardisiert, aber die Projektorganisation kann den Adapter, um die Aufgabe zu erfüllen, dazu entwickeln. Und damit kombinieren wir quasi die Vorteile von einer Serienproduktion mit der Schnelligkeit und Flexibilität von einer kleinen Firma. Ja. Und ich glaube aber, dass der Markt immer diese Manufakturen auch braucht, um Spezialprozesse abbilden zu können. Unsere Vision ist, die Standardlösung zu sein für einfache Transporte in der Intralogistik. Mhm. Und du kannst unsere Flotte, wir werden bis Jahresende 4 Seriengeräte haben, die du komplett mischen kannst. Wir unterstützen
VDA 5050 komplett. Das heißt, du kannst uns auch in eine bestehende Infrastruktur einbinden, sodass wir mit anderen LGVs gemischt werden können. Und ich denke schon, dass man sieht, wenn ich mir die Anfragensituation anschaue, das letzte halbe Jahr, dass unser Thema voll im Trend ist. Also aus meiner Sicht ist das eine Explosion, was gerade passiert. Und nicht nur die Anzahl der Anfragen hat sich ganz deutlich verändert, sondern auch die Qualität der Anfragen. Das ist, man merkt inzwischen eine hohe Affinität von den Kunden für das Thema. Und es geht auch nicht nur darum, irgendwelche Showprozesse und Leuchttürme und Elfenbeintürme zu erfüllen, sondern dass jetzt auch stark über strategische Standardisierung mit einem geordneten Rollout teilweise europaweit oder weltweit. Und da sehen wir uns, dass wir eben in einer starken, engen Partnerschaft mit unseren Kunden diesen Prozess begleiten und letztendlich das flexible Bindeglied sind, um dieses neue Thema mobile und zellulare Fördertechnik in der Fabrik dann auch zu lösen. Okay. Wenn man nochmal auf die technischen Details von dem HEV M4 und der neuen Generation eingeht, wir haben jetzt als langsamste Geschwindigkeit 2 cm pro Sekunde und als schnellste Geschwindigkeit 1,6 Meter pro Sekunde. Das ist ein extrem breites Geschwindigkeitsband und das von der langsamsten bis zur schnellsten Geschwindigkeit mit sehr, sehr viel Kraft, was uns erlaubt, sehr genau zu positionieren. Und wir haben damit auch die Möglichkeit, zusätzlich zu logistischen Anwendungen eben auch Montageprozesse und Fließfertigung zu unterstützen, wo du eben diese Kriechgeschwindigkeit brauchst, um zum Beispiel bandsynchron zu fahren. Und wir haben über die flachere Höhe die Möglichkeit, Standard-Trolleys in der Logistik aufzunehmen und zu transportieren. Es wird für das HEV M4 auch eine Hub-Einrichtung geben, sodass wir eben auch zum ersten Mal lasttragend die Trolleys transportieren. Bisher waren wir rein auf den Unterfahrschlepp-Prozess fokussiert und wir können weiterhin aber bis zu 2 Tonnen schleppen. Und das mit höherer Präzision wie bisher. Und ich glaube, durch die Zusammenarbeit ist ein echt fantastisches Paket entstanden, das letztendlich weniger Bauraum benötigt wie vorher, wesentlich weniger komplex ist im Einbau, verschleißfrei ist und man bei den Batterien auch noch eine Auswahlmöglichkeit hat, dass man sagt, ich kann das System mit einer, zwei, 3 oder 4 Batterien ausstatten, je nachdem, wie lange am Stück ich denn Arbeit erledigen muss. Wobei unsere Philosophie ganz klar ist, im Prozess die Wartezeiten im Puffer zu nutzen für Zwischenladungen. Und auch da hat natürlich das induktive Laden erhebliche Vorteile gegenüber dem Kontaktladen, weil wir wesentlich schneller die Energie bereitstellen können und auch viel härter mit mehr Strom die einzelnen Batterien laden können, weil das letztendlich die Lithium-Eisenphosphat-Batterie besser unterstützt. Ja, super interessant. Du hast die verschiedenen Prozesse, die ihr so bedient, beschrieben. Und ich denke, da passen wir auch ganz gut rein als Technologie. Was für mich super interessant war, dass, sage ich mal, langsamer besser ist. Ich war immer der Überzeugung, schneller ist besser. Aber das ist auch so ein Learning, was wir sozusagen nur erfahren, wenn in der engen Zusammenarbeit. Ja, und du hast es auch genannt, Thema In-Process-Charging. Ich denke, das ist auch ein großer Vorteil des induktiven Ladens, dass man eben die Ladematten in den Prozess integrieren kann. Unser System ist in der Lage, sehr schnell die Energie zur Verfügung zu stellen, sodass man prozessimmanente, sage ich mal, Haltepunkte, Übergabepunkte nutzen kann, um die Batterie nachzuladen. Und das führt letzten Endes, hat es verschiedene positive Effekte. Einmal durch das ständige Nachladen gibt es nicht mehr die Notwendigkeit, irgendwie dediziert auszuschleusen zum Laden. Das ist ein wichtiger Punkt. Dann ein anderer wichtiger Punkt ist, dass wir die Batteriegröße auch reduzieren können, weil das ist was, das haben wir über die Zeit auch gelernt, wenn man sich anschaut, da ist ein Riesenpotenzial im Grunde, weil es gibt auch in der HEV-Welt sowas wie eine Reichweitenangst, sag ich mal. Man kennt es von der Elektromobilität. Ja, nicht der Fall, dass die Batterie ausgeht. Und das führt in der Praxis dazu, dass das
Batterien massiv überdimensioniert sind und wir sehen da wirklich noch ein großes Potenzial, was man heben kann. Aber dafür muss man eben auch genau verstehen, wie funktioniert der Prozess, was muss man sich an Daten angucken. Also wir lernen auch unheimlich viel, wir sammeln das, was wir lernen, den Bedarf an Energie, um dann auch in der nächsten Generation vom nächsten Produkt das eben umzusetzen und dem Kunden dann auch die richtige Größe der Batterie zu empfehlen, die gerade ausreicht, um den Job eben gut zu erfüllen. Und ich glaube, dann ist das Beste erreicht, wenn es gerade so genug ist. Vielleicht darf ich dir noch die Fragen stellen, die von unseren Kunden immer kommen, wenn wir sagen, Mensch, wir stellen jetzt auf induktive Laden um. Frage Nummer eins ist es schädlich für die Gesundheit? Genau, das ist der Klassiker, den hören wir natürlich sehr oft und die einfache Antwort ist, nein, es ist nicht schädlich. Also das ist auch, sag ich mal, Teil des Systemlayouts. Das Feld, wenn man sich das vorstellt, das sind ja zwei Platten, die gegenüberliegen, in recht engen Abstand. Das ist quasi nur aktiv im Ladevorgang und dann steht ja das Fahrzeug schon mal drauf. Und im Grunde am Rande des Fahrzeugs ist das Feld zwar noch messbar, aber weit unter dem zulässigen Grenzwert. Das ist so ein bisschen so, als würde man vorm induktiven Herd stehen und sich irgendwie ein Spiegelei braten. Und die Besonderheit ist ja, dass das Gerät die Ladestation einschaltet durchs oben drüber stehen. Also die Ladestation kann nicht an sein, wenn das Gerät nicht oben drüber steht. Und wie ich gelernt habe, wir sagen der Ladestation, wie viel Strom wir überhaupt haben wollen. Das, wenn wir sagen, Mensch, ich will jetzt eigentlich nur ganz langsam geladen werden, dann steuert das Gerät letztendlich die Ladestation und nicht andersrum. Genau, also de facto ist es so, wenn das Fahrzeug jetzt wegfährt, die Ladeplatte sozusagen frei steht, ist es physikalisch gar nicht möglich, dass wir dann ein Feld anlegen, weil eben eine Kommunikation fehlt, also das ist dann komplett ausgeschaltet. Die zweite Frage, die uns gestellt wird, erhitzen wir mit der Ladeplatte den Boden? Also ist diese Induktion auch nach unten in die Stahlarmierung im Beton? Genau, das sind so Fragen, das Thema induktives Laden auch in der Industrie ist ja nicht neu. Also wir kennen ja die Linienleiter und da ist es eben prinzipbedingt so, dass die Feldausstrahlung, erstmal ist das System die ganze Zeit aktiv. Das hat Konsequenzen auf den Wirkungs... Bei den Linienleitern, nicht bei uns. Genau, okay. Bei den Linienleitern. Das hat eben die Folge, dass erstmal die Systemeffizienz recht gering ist, also teilweise unter 50% tatsächlich. Und dass eben Stahlarmierung im Boden erhitzt wird, was dann zusätzlich auch Verluste erzeugt. Und wir haben unsere Spule nach unten komplett gekapselt. Das heißt, nach unten geht gar kein Feld. Also das komplette Feld geht in die richtige Richtung, nämlich zum Empfänger, dass so auch die gesamte Energie dann in die Richtung geht. Hat das auch Einfluss auf die Effizienz? Ja, definitiv, weil ich sag mal bei den 50% hört sich jetzt ja eher enttäuschend an. Ja, 50% ist auch de facto enttäuschend und das, also wenn man sich anguckt, was ist so der Benchmark heute, klassische Ladetechnologie, da fängt es irgendwo an bei 80%, die richtig guten kabelgebundenen, die gehen über 90% und wir können jetzt mit unserem System einen Wirkungsgrad von 93% im Maximum und auch recht konstant über einen großen Bereich aufzeigen. Und damit ist das Thema Effizienz beim induktiven Laden also ist kein Thema mehr. Und das ist so ein bisschen auch das, was noch in den Köpfen ist, was sozusagen herkommt von diesen Linienleitern, weil da einfach mitschwingt, induktive Energieversorgung ist nicht effizient, weil das war de facto in der Vergangenheit so. Und die dritte Frage, die mir gestellt wird, ist, wenn wir jetzt auf induktiv von Lithium-Batterien umstellen, dann hat das bestimmt Kostenauswirkungen. Und die kann ich selber beantworten. Wir haben geschafft, eben durch die Zusammenarbeit und durch die größere Stückzahl, die wir inzwischen brauchen, das letztendlich umzustellen, ohne dass wir die Kosten jetzt direkt steigern müssen. Es gibt nämlich Effekte, die da dagegen arbeiten, nämlich dass die Stückliste kleiner wird, dass die Total Cost of Ownership kleiner wird, weil du eben weniger Verschleiß hast, keine Verschmutzung und wir letztendlich auch in der Gehäusekonstruktion einige Sachen anders lösen können, die dann wiederum dafür sorgen, dass wir es eigentlich kostenneutral integrieren können, obwohl es natürlich das technisch wesentlich ausgereiftere System ist, das muss man schon sagen. Unsere AGM-Batterien, die wir bisher hatten, die sind sehr, sehr einfach und preisgünstig und die haben natürlich auch in bestimmten Anwendungsfällen ihre Nachteile. Und
wir haben uns den Prozess ja auch nicht leicht gemacht. Es hat ja immerhin 3 Jahre gedauert, bis wir, sag ich mal, den Formfaktor hatten und bis aber auch das Batteriesystem so weit war, dass ich sagen kann, Mensch, wir trauen uns, diese Batterien auch in die Fertigung und Logistikprojekte zu integrieren. Weil was natürlich nicht passieren darf, ist, dass wir durch die Umstellung des Batteriesystems ein Sicherheitsrisiko mitbringen. Also da vielleicht die letzte Frage, wie unsicher sind die Lithium-Batterien, die wir benutzen? Genau. Kurz zum Punkt, zum ersten Punkt, zum Punkt Kosten. Kosten hat ja immer 2 Aspekte, sozusagen einmal Initialkosten und dann die Total Cost of Ownership. Was wir gelernt haben, also wir können relativ gut oder wir können gut einen Total Cost of Ownership Vorteil darstellen, aber das reicht eben nicht. Wir müssen auch schaffen, dass wir die Kosten front up, das heißt die Initialkosten, runterbringen. Und das war auch eine klare Ansage an der Stelle und die war auch richtig. Wir sind gechallenged, die Preise runterzubringen und wir wollen von der Bill of Material auf gleiche Kosten kommen wie ein kabelgebundenes Ladegerät, aber on top eben die ganzen Vorteile, die wir da haben. Das ist unsere Ambition, da sind wir noch nicht ganz, aber gemeinsam kommen wir dahin, denke ich. Dann zweites Thema, Gefahr von Lithium-Batterien. Das ist ein großes Thema und es ist auch ein Thema, wo wir sehen, dass teilweise nicht gut mit umgegangen wird. Also es bewegen sich am Markt, sage ich mal, Player, die das Gefahrenpotenzial nicht so wirklich, sage ich mal, beachten. Wir können von uns sagen, wir haben bewusst auf eine sehr, sehr sichere Zelltechnologie gesetzt, sodass wir eine Grundsicherheit haben, die sozusagen schon mal ausschließt, dass es da größere Brände oder irgendwas gibt, sondern das ist sehr gekapselt in sicheren Zellen. Und zusätzlich haben wir eben noch eine sehr ausgefeilte Kommunikation zwischen Ladegerät und Batterien, so dass ich nachts sehr gut schlafen kann, sag ich mal, mit dem System, wie es jetzt ist. Und ich bin überzeugt, dass das eine sichere, gute Lösung ist, die unterm Strich eben sehr viele Vorteile hat. Ich mag auch nochmal von meiner Seite die Besonderheit von dem induktiven Ladesystem erzählen. Für uns ergeben sich im Prozess nicht nur der Vorteil, dass wir schneller und gezielter laden können, sondern auch, dass wir die Ladestation letztendlich Fehlerquellen aus dem Prozess rausnehmen können, weil sowas wie Verpolung nicht mehr vorkommen kann. Wir können die Ladestation von beliebigen Seiten anfahren, wir können beliebige Geräte damit laden und wir müssen auch nicht jede Ladestation einzeln vernetzen und ins Netzwerk nehmen, weil eben das Gerät mit der Ladestation kommuniziert und die Ladestation letztendlich nicht vernetzt sein muss. Das heißt, wir haben bei der Integration nur die Aufgabe, einen Strom zur Verfügung zu stellen, was letztendlich in der Montage sowohl bei uns als auch für den Kunden dann deutlich einfacher ist, wie das, was wir bisher machen mussten. Ja. Genau, und das sehen wir tatsächlich auch als unsere Mission, nämlich das Leben verschiedenen Leuten einfacher zu machen. Einmal wollen wir den Fahrzeugherstellern das Leben einfacher machen. Das erreichen wir durch eine Reduzierung der Bill of Material, durch eine einfache Integration in das Fahrzeug. Dann wollen wir auch den Planern das Leben leichter machen. Das heißt, wir legen den Planern Werkzeuge an die Hand, wie sie die Energiesysteme in Zukunft besser auslegen können und näher am Prozess sozusagen auslegen können. Gleichzeitig wollen wir auch für die Betreiber letzten Endes das Leben leichter machen, indem wir die Ladeinfrastruktur zum Beispiel an die richtigen Plätze setzen und die richtige Anzahl der Ladepunkte auch verwenden. Dann, du hast erwähnt, das Thema Kommunikation, das ist ganz wichtig. Ihr mit SafeLog verfolgt da ja eine ganz klare Strategie, Stichwort Schwarmintelligenz. Da kannst du gleich, glaube ich, ein paar Worte besser zu sagen, als ich das kann. Aber die Idee ist es eben, dass man die Daten, sag ich mal, dezentral aufnimmt, dezentral möglichst verarbeitet. Und das ist was, wo ich auch ein Potenzial sehe für die Partnerschaft. Also da geht SafeLog ganz klar den Weg voraus sozusagen. Und wir können da definitiv viel lernen, was eben den Umgang mit dieser dezentralen Intelligenz angeht. Ja, ich glaube, unser System zeichnet aus, wir versuchen, dass jeder einzelne Transportroboter möglichst autonom seine Arbeit leisten kann.
Das heißt, dass er so wenig wie möglich Einfluss von außen braucht, um seine Arbeit von A nach B zu erledigen. Und das ist im Widerspruch zu ganz vielen anderen Systemen. Und dementsprechend können wir durch die Kommunikation der einzelnen Roboter miteinander viele Aufgaben lösen, ohne dass wir von außen Hilfe brauchen. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich kein Problem, uns auch an zentrale Schnittstellen zu koppeln. Zum Beispiel für die Durchfahrt von Brandschutztoren oder zu Schranken oder Ampelregelungen. Letztendlich ist dieses System bei kleinen und schlanken Projekten, natürlich hat es einen Preisvorteil, weil wir eben keinen zentralen Leitstand zwingend brauchen und diesen dann auch nicht mitliefern müssen. Ja. Aber wir haben auch festgestellt und wir haben inzwischen Projekte umgesetzt mit sehr, sehr großen Schwarmgrößen, also mit 200, 300. Ja. Unser größter Schwarm sind 500 Roboter in einem Schwarm. Und da ergeben sich noch ganz andere Effekte, nämlich dass du eine wesentlich höhere Verfügbarkeit hast, weil eben die Geräte einzeln für sich lebensfähig sind und arbeiten können. Und ähnlich wie beim Bienenschwarm, jeder die ganze Zeit seine Arbeit erfüllt und es gar nicht diese eine Stelle gibt, die du kaputt machen kannst, dass der ganze Schwarm zum Arbeiten aufhört. Trotzdem, und das will ich auch sagen, wir unterstützen den VDA 50-50 Ansatz. Das heißt, wenn der Kunde einen Konzernleitstand oder einen zentralen Leitstand hat, der überall verfügbar ist, macht es natürlich Sinn, dass wir unser System dort auch sichtbar machen. Und man muss dann gemeinsam abstimmen, welche Fahroperationen über den Leitstand gesteuert werden und welche Aufgaben unser Roboter autonom durchführen kann. Also ich sehe da auch, ich sag mal, ich bin jetzt da in der Thematik nicht zu tief drin, aber ich habe schon Bilder gesehen, wo komplette Anlagen von AGVs gestanden haben. Und da war im Grunde jedes einzelne dieser AGVs war voll funktionsfähig. Der Fehler oder der Grund für den Ausfall kann da ein Problem im Leitstand sein. Und das ist wirklich dann, das sag ich mal, das Nadelöhr. Und wenn da was nicht funktioniert, steht die ganze Anlage. Und uns allen sind die Preise bekannt, sag ich mal, was so eine Stunde Ausfall kostet. Und da sehen wir auch, also da denke ich, ist das der richtige Ansatz zu fahren, eben eine hohe Verfügbarkeit sicherzustellen. Das war auch für uns ein Thema, also Thema Verfügbarkeit. Wenn man sich das Thema Ladetechnik insgesamt anguckt, also wir sehen ja im Bereich AGV, fahrerlose Transportsysteme, haben wir wirklich gerade eine Dynamik drin in der Weiterentwicklung. Die Systeme werden immer intelligenter. Du hast gesagt, 500 Systeme. Ich glaube, das ist tatsächlich einzigartig, was ihr da auch macht, zusammen mit Daimler. Wir sehen auch diesen großen Punkt Verfügbarkeit, weil steigernde Automatisierung bedingt eben einfach höhere Ausfallsicherheit. Es sind keine Menschen mehr da, die mal schnell was regeln können. Und das gilt auch für unsere Ladestationen. Und wir sind überzeugt davon, dass wir wesentlich höhere Verfügbarkeit dann wirklich im Prozess darstellen können, weil verschiedene Fehlerquellen, du hast es vorhin schon erwähnt, Verschleiß von Kontakten fällt bei uns komplett weg, Wartung ist irrelevant und dann auch das Thema Anfahrbarkeit ist kein Thema von welcher Seite. Also es gibt einfach wesentlich weniger Fehlerquellen und wir wissen alle, wenn es eine potenzielle Fehlerquelle gibt, dann kommt die Zeit, dass der Fehler passiert und die Folgen können verheerend sein. Deshalb muss man von Anfang an schauen, Systemverfügbarkeit ist einfach das A und O, gerade in der Automobilindustrie. Ja, und ich sag mal, das ist ja auch kein Geheimnis. Unsere Philosophie ist, dass wir mit so wenig Technik wie möglich die Aufgabe lösen wollen und letztendlich einen starken Fokus auf Software haben. Wir versuchen, einen softwaregesteuerten Roboter zu bauen, der mit möglichst wenig Sensorik auskommt, weil im Zweifel einfacher, stabiler ist. Und natürlich hast du als Nebeneffekt, dass einfacher wahrscheinlich auch günstiger ist. Ja, ja und auch stabil Ressourcen, und günstig ressourcenschonender ist und auch. Ressourcenschonender. Aber stabil und günstig wird wahrscheinlich eine große Rolle spielen, wenn dieses Thema jetzt allgemeingültig wird. Mhm. Und wir reden eben nicht von 20, 30 Roboter von in einer Fabrik, in einem Shopfloor, sondern wir reden bis zu 500 Roboter in einem Shopfloor. Und da spielt natürlich die technische Verfügbarkeit von dem Gesamtsystem eine Riesenrolle. Mhm. Und die Kosten, die Störungen verursachen, die kannst du nie mehr aufholen.
deswegen muss das von Anfang an im Fokus stehen. Und ein Teil, das du nicht einbaust, kann nicht kaputt gehen. Und da passen wir aber auch perfekt zusammen. Also allein durch die Umstellung des Ladesystems haben wir unser Bill of Material ja deutlich entschlacken können. Herzlichen Dank, Florian, dass du mich unterstützt hast heute. Ja, Matthias, der Dank ist ganz an dich gerichtet und vielen Dank für die Einladung hier zu euch nach Mark Schwaben. Und ja, bei allen Fragen, ich würde mich freuen, wenn sich ganz viele bei uns melden und Rückfragen haben zu der Vorstellung von unserem LGV M4. Und ansonsten sage ich auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Auch von mir auf Wiedersehen und ich hoffe, wir sehen uns bald.